Geldanlage verstehen heißt Geldanlage neu denken. Was ist ein Sondervermögen? Hinter dem Begriff Sondervermögen verbirgt sich ein besonderer Schutz für Anleger. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Regelung, die das von den Anlegern in einem Fonds investierte Geld vom Vermögen der Investmentgesellschaft trennt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein Fonds ist ein großer Topf. In diesen Topf kommen die Einlagen, also das gesamte in den Fonds investierte Geld. Um in einen Fonds zu investieren, eröffnen Sie ein Depot. Zum Beispiel bei einer Bank oder einer Vermögensverwaltung. Auf dem Depot steht Ihr Name. Alles, was da drin ist, gehört Ihnen, nicht der Bank, nicht der Vermögensverwaltung oder der Fondsgesellschaft. Der Gesetzgeber sieht das genauso und schützt deshalb Ihr Geld durch die Sondervermögensregelung. Und die hat unter anderem den beruhigenden Effekt, dass die Fondsgesellschaft mit ihrem Geld nicht einfach machen kann, was sie will. Zum Beispiel Schulden begleichen, sollte sie Konkurs anmelden müssen. Denn sie schulden ja niemandem etwas. Ihr Investment bleibt deshalb in jedem Fall unangetastet. Soweit die Definition. Aber wie hilft uns dieses Wissen dabei, Geldanlage neu zu denken? Sondervermögen ist nicht kompliziert, sondern einfach ein sinnvoller Schutz für Ihre Geldanlage. Ein guter Grund also, einfach mal frisch über ein Investment in Fonds nachzudenken. Erfahren Sie mehr auf dbs.de.